Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Up in Garten St. Shepherd zu einem neuen Video. Heute geht es über die Yucca elephantipes, auch Riesenpalmlilie genannt. Sie gehört zur Gattung der Spargelgewächse und der Name Palmlilie rührt von der Ähnlichkeit des Blattschopfes mit der Palme und ihren lilienartigen Blüten. Sind die ältesten Vorfahren, die lebten bereits von vor 20 Millionen Jahren auf der Erde. Heute gibt es rund 40 bis 50 Arten und sie ist eine beliebte Zimmerpflanze. In Südeuropa wird sie auch in Parks und Gärten kultiviert. Die ursprüngliche Heimat ist in den Höhenlagen von Mexiko und Mittelamerika, wo sie in ungefähr 2000 Meter Höhe wächst. Sie wächst langsam und braucht kaum Pflege und ist daher auch ideal für Neueinsteiger. Der Wuchs von der Yucca elephantipes, sie bildet ungefähr ein bis mehrere feste, faserige, graue Stämme aus, die meist senkrecht nach oben wachsen. Im Alter verfärben sich dann die Stämme braun und werden zunehmend auch innen hohl. In ihrer Heimat kann sie bis zu 9 Meter werden und im Topf so ungefähr 2 bis 3 Meter. Hier seht ihr auch schon so ein, ja, 2 Meter-Exemplar ist das bestimmt. Die Blätter sind schopfartig um das Stammende und auch die Seitentriebe angeordnet. Sie hat schwertförmige Blätter mit spitzen Stacheln am Ende und ist aber, also die Blätter sind relativ weich für eine Yucca. Sie sind dunkelgrün und ungefähr 1 Meter bis 8 Zentimeter breit. Bei älteren Blättern hängen sie nach unten über, also die älteren Blätter hängen nach unten über und die jungen Blätter tragen dann in die Höhe. Die älteren Blätter trocknen auch ab und lösen sich dann vom Stamm. Man kann sie entweder sich selbst lösen lassen oder halt auch abschneiden. Die Blüte bei der Yucca elephantipes, ist in Topfkultur nur unter optimalen Bedingungen möglich. Ansonsten, treiben sie auch erst nach 10 Jahren, beziehungsweise im August und im September. Sie ist rein weiß und steht in einer rispenstehenden Glockenblüte, welche an Maiglöckchen erinnern. In der freien Natur erfolgt die Bestäubung durch die Yucca-Motten, und die Blüte und die Stammspitzen sind essbar, aber aufgrund der Saponinen mit Vorsicht zu genießen. Also in anderen Ländern wird das gegessen, aber halt nur in Maßen. Die Früchte, bei den Früchten ist halt die Bestäubung auf die Yucca-Motte ist halt angewiesen. Die gibt es hier halt nicht. Also werden wir hier nie Früchte bekommen, nur die Blüte. Und nach der Befruchtung in ihrer Heimat bilden sie dann Kapselfrüchte aus, in denen sich die kleinen schwarzen oder grauen Samen befinden. Der Standort sollte, dadurch, dass es halt eine ideale Zimmerpflanze ist, hell und sonnig sein. Im Sommer von Mai bis Oktober mag sie auch draußen stehen, in Vollsonne. Und sie ist frosttolerant bis minus 8 Grad. In winterwarmen Gebieten sollte man sie mit Winterschutz in Freilandhaltung überwintern können. Ansonsten reinstellen, also wir werden sie auch reinstellen und nicht draußen überwintern. Und wenn man sie reinstellt, sollte es hell und 5 bis 7 Grad sein. Das Substrat sollte durchlässig sein, mit Sand oder Tongranulat oder Lavagrus besetzt, sodass halt keine Staunässe auftreten kann. Gießen sollte man sie wenig, weil sie ja ursprünglich auch aus heißen und trockenen Gebieten kommt. Sie sollte man deswegen halt selten gießen, aber halt auch durchdringend gießen. In der Wachstumszeit, also im Frühjahr bis Herbst, sagt man so einmal wöchentlich und im Winter, wenn sie an einem kühleren Standort steht, einmal im Monat. Das reicht vollkommen aus. Düngen sollte man sie von Mai bis September alle 2 Wochen und im Winter gar nicht. Umtopfen bei einer Topfkultur, wie wir jetzt auch haben, ungefähr alle 2 bis 3 Jahre im Frühjahr. Und da muss man halt wirklich darauf achten, dass die Töpfe auch unten so ein Abzugsloch haben, damit keine Staunässe entstehen kann. Schneiden kann man, also in der Natur schneidet eine Yucca niemand, aber dann sind sie auch nicht zu sehr verzweigt. Man kann aber dann die langen Triebe im Frühjahr zurückschneiden. Und unter der Schnittstelle treiben dann bei guten Bedingungen mehrere neue Triebe aus. Dadurch wird die Krone halt buschiger und man hat dann wie so eine wirklich Baumkrone oben auch. Bei der Vermehrung ist es halt
Das Positive, dass man halt die abgeschnittenen Blattschöpfe auch als Kopfstecklinge verwenden kann. Diese stellt man dann einfach in die Erde oder man tut sie in einen abgedunkelten Wasserglas bewurzeln. Bei den Krankheiten und Schädlingen kann man sagen, dass sie von Spinnenmilben, Schildläusen und Schmierläusen gerade auch im Winterquartier heimgesucht werden. Das war's jetzt auch schon zur Yucca elephantiipis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und ja, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi!